Hallo Leute, in diesem Video stelle ich euch wieder einen richtig coolen neuen Cydia-Typ vor. Der ist ganz neu in Cydia erschienen und heißt Swipe Back. Dieser Tweak ist kostenlos, das einzige was ihr machen müsst, ist eine Quelle hinzufügen. Und zwar müsst ihr einfach eine Quelle hinzufügen, dazu geht ihr einfach in Verwalten, hier oben auf Bearbeiten und dann auf Hinzufügen. Da müsst ihr dann diese Quelle hier hinzufügen. Wenn ihr das hier gemacht habt, findet ihr dann auch den Tweak. Ich würde euch empfehlen, diese Quelle auch drin zu lassen, weil da kommen echt coole Tweaks raus, auch in der Beta-Phase schon. Und ja, jetzt zeige ich euch, was dieser Tweak kann. Wenn es zum Beispiel in die Einstellungen geht, ich gehe jetzt hier mal auf Mitteilungen. So, um wieder zurückzukommen, muss ich ja normalerweise hier oben wieder auf den Einstellungen Button gehen, aber mit diesem Tweak geht das viel einfacher. Und zwar wischt man einfach von hier so darüber. So, und wie ihr seht, geht das dann ganz einfach rüber und man ist wieder in den normalen Einstellungen. Das geht viel einfacher. Das Ganze funktioniert auch im App Store. Wenn ich jetzt hier in einer App drin bin, kann ich einfach hier vom linken Rand einmal rüberwischen und bin wieder in der Vorschau. Finde ich einen richtig coolen Tweak. Unbedingt zu empfehlen, auch dass er gratis ist, einfach die Quelle hinzufügen und den Tweak runterladen. Ansonsten war's das von diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tweak. Bis zum nächsten Video. Tschüss!